Eine schwierige Sache mit der Wahrheit. Ein Berliner Gericht versucht, die im Fall Labelle schon lange herauszufinden. Aber es tut sich schwer, die Hintergründe dieses spektakulären Bombenanschlags zu ergründen. Das Attentat auf das Berliner Lokal liegt schon 12 Jahre zurück. Es hatte zu einem amerikanischen Vergeltungsschlag gegen Libyen geführt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie jetzt nach den Bombenanschlägen von Nairobi und Dar es Salaam. Frontal hat neue Fakten und Hintergründe recherchiert, die den Fall in einem anderen Licht erscheinen lassen. Es stellt sich nämlich heraus, dass mehrere der verdächtigen Terroristen auch Mitarbeiter des israelischen und des amerikanischen Geheimdienstes waren. Sozusagen Freelance-Terroristen. Was aber nur schwer zu verstehen ist, Drahtzieher des Anschlags werden von westlichen Geheimdiensten ganz eindeutig geschützt. Die Frage stellt sich deshalb, war der Sprengstoffanschlag tatsächlich das Werk Muammar al-Gaddafis? Eine schwierige Spurensuche von Udo Frank. West-Berlin, 5. April 1986. Die Diskothek Labelle, meist von amerikanischen Soldaten besucht, hat Hochbetrieb. Um 1.49 Uhr dann die Explosion. Bilanz des blutigen Anschlags. 3 Tote. 200 Schwerverletzte. Bereits nach wenigen Stunden wussten die Amerikaner genau, wer die Schuldigen waren. Abgehörte Funksprüche zwischen der libyschen Botschaft Ost-Berlin und Tripolis, so das Weiße Haus, belegten angeblich, der Labelle-Anschlag ein Akt libyscher Terroristen. Die Antwort der Amerikaner erfolgte prompt. In der Nacht vom 15. April 1986 bombardierte die US Air Force die Städte Tripolis und Benghazi. Erklärtes Ziel der Aktion die Beseitigung des libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi. Die Bomber zerstörten seinen Wohnsitz und zivile Ziele. Über 30 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, starben. 2 Stunden nach dem Luftangriff rechtfertigt US-Präsident Reagan den blutigen Vergeltungsschlag. Unsere Beweise sind direkt, präzise und unwiderlegbar. Mit diesen Worten zementierte Reagan die amerikanische Legende. Das Labelle-Attentat gleich libyscher Staatsterrorismus. Berlin, November 1997. Jetzt erst beginnt vor dem Landgericht die Aufarbeitung des blutigen Anschlags. Doch selbst das Gericht hat inzwischen Zweifel an der Libyen-Version und stellt offiziell Fragen nach der Rolle amerikanischer Stellen. 5 Angeklagte müssen sich für die Tat verantworten. Als Drahtzieher und Organisator hat die Staatsanwaltschaft diesen Mann ausgemacht. Yasir Schreidi, 38 Jahre alt, damals Fahrer des libyschen Volksbüros Ost-Berlin. Palästinenser-Camp Ein El-Hilwe, Libanon. Hierhin war Schreidi zurückgekehrt. Um ihn zu bekommen, haben deutsche Behörden die libanesische Justiz mit Tricks und unvollständigen Akten hinters Licht geführt, heißt es in Beirut. So getäuscht haben sie der Auslieferung zugestimmt. In unserer Untersuchung gab es nur einige Hinweise, die mir erlaubt haben, der Ausweisung letztlich zuzustimmen. Ich habe aber nie gesagt, dass Schreidi in die Labelle-Affäre verwickelt war oder nicht. Da stellte sich für uns ein großes Fragezeichen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Es gab lediglich einige Hinweise, aber keine Verdachtsmomente. Die in Beirut lebende Journalistin Birgit Bogler hat den Fall Schreidi recherchiert. Mit Hilfe der libanesischen Behörden und ihrer Kontakte zu arabischen Geheimdiensten kann sie belegen, Schreidi war nur Fahrer der Libyer, seine Labelle-Beteiligung ist zweifelhaft, geradezu konstruiert. Schreidi sollte als Hauptverdächtiger, als Sündenbock aufgebaut werden, ganz im amerikanischen Interesse. Nein, wissen Sie, man war sehr an der Auslieferung interessiert und es gab sogar viele Interventionen, um ihn zu bekommen. Durch die Amerikaner auch? Nein, es waren die Deutschen, aber die Amerikaner standen hinter dieser Auslieferungsforderung. Es war völlig klar. Die Amerikaner haben die Deutschen angespitzt, diese Auslieferung zu forcieren. Berlin-Schönefeld. Am 23. Mai 1996 bekommt die Berliner Staatsanwaltschaft den vermeintlichen Superterroristen. Doch bereits am 9. September 1996 bestätigt ein Berliner Gericht, dass es tatsächlich keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Schreidi gibt. Die Staatsanwaltschaft gerät unter Druck, denn sollte sie bis zum 1. Oktober 1996 keine harten Beweise liefern, muss Schreidi wieder freigelassen werden.
In der Not besinnt man sich auf einen Mann, der bisher offenbar vom Staatsanwalt geschützt werden sollte. Musbach Eter, 43 Jahre alt, Libyer, Geschäftsmann mit Firmensitz in Malta. Am 9. September 96, zeitgleich mit dem Berliner Gerichtsbeschluss, treffen sich in diesem Hotel der Berliner Staatsanwalt Detlef Melis, Kriminalhauptkommissar Uwe Willems, LKA Berlin und BND-Agent Winterstein mit Musbach Eter. Das Meeting ist vom BND nach Frontalunterlagen von langer Hand vorbereitet. Dabei wusste die Herrenrunde nur zu genau, dass Eter ein mit deutschem Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Mörder ist. Man verabredet trotzdem einen Deal. Straffreiheit für Eter, wenn er Schreidi wegen Labell belastet. Am nächsten Tag macht Eter eine entsprechende Aussage in der deutschen Botschaft. Der Haftbefehl wegen Mordes wird kurzerhand aufgehoben und Eter darf nach Deutschland einreisen. Frontalrecherchen zeigen, wer Musbach Eter wirklich ist. In der maltesischen Handelskammer finden wir Hinweise auf seine international arbeitende Scheinfirma. Zweck des Unternehmens, Agenten in aller Welt zu unterhalten. Tarnung bei seinen verschiedenen Geheimdienstoperationen. Malta war dabei für Eter die Drehscheibe. Eter gilt als geheimdienstliches Multitalent, denn weitere Recherchen zeigen, Musbach Eter hat seit Jahren für den amerikanischen Geheimdienst CIA gearbeitet. Er ist die Schlüsselfigur im Labell-Prozess. Obwohl wir wissen also zum Beispiel von Besuchen von Herrn Eter in der amerikanischen Botschaft, damals in Ostberlin, die sind belegt. Die sind auch durch Stempel und durch Beobachtung der Stasi belegt. Die haben das ganz genau gesehen. Und man muss sich ja auch die Situation vorstellen. Damals, in dieser ganz heißen Situation im Frühjahr 1986 und danach, geht ein Mitarbeiter, Angestellter, Journalist, wie auch immer, wer ja auch immer gewesen ist, der Libyer, in die US-amerikanische Botschaft in Ost-Berlin. Hinzu kommt, für den CIA-Mann Eter gibt es mehrere Hinweise auf aktive Labell-Beteiligung, die auch frontal vorliegen. Bei ihm wurde ein Zettel gefunden mit drei möglichen Anschlagszielen. Eines davon die Diskothek Labell. Drei Tage später ging hier die Bombe hoch. Und die frontal vorliegenden Vernehmungsprotokolle lassen präzises Täterwissen erkennen. Vor allem aber, Eter brachte laut eigener Aussage die Bedienungsanleitung für die Bombe in die Wohnung eines Mitangeklagten. Vor dem Berliner Landgericht müssen sich zurzeit nur diese fünf Angeklagten verantworten. Doch es gibt mutmaßliche Hintermänner. Frontal kennt sie. Vom Staatsanwalt weitgehend ungeschoren leben sie im sicheren Ausland. Die Gruppe Abu Jabr. Als Freelance-Terroristen arbeiteten sie für alle und jeden. Terror war ihr Geschäft. Kopf der Truppe Mahmoud Abu Jabr. Dossiers belegen, dieser Mann hielt weltweit über 100 Kämpfer unter Waffen. Berlin, Frühjahr 1986. Ein halbes Jahr vor dem Labell-Anschlag laufen in der geteilten Stadt die Fäden zusammen. Die Leute von Abu Jabr, die ihr terroristisches Handwerk bei den Paten des arabischen Terrorismus, Jibril und Abu Abbas, lernten und immer wieder mit blutigen Anschlägen in Verbindung gebracht werden, haben sich hierhin zurückgezogen. In dieser Zeit betrieben sie weiterhin ihr Geschäft. Ebenfalls in der Stadt, die heute im Prozess Angeklagten, man kannte sich in der Szene gut, arbeitete bestens zusammen. Die Beziehung war so eng, dass man sich in dieser Zeit fast täglich traf. In Ost-Berlin, unter den Linden, im Lindenkorso und in einschlägigen Bars. Gelegentlich besuchte man auch Nachtclubs und vergnügte sich gemeinsam in Ost-Berliner Bordellen. Doch nicht nur Spaß, auch Arbeit war angesagt. So überquerten vor dem Attentat die mutmaßlichen Täter und ihre Hintermänner die Grenze nach West-Berlin. Nach frontal vorliegenden Dokumenten war in die Vorbereitungshandlungen zum Labell-Attentat insbesondere Mohamed Amairi involviert. In diesem Dunstkreis blieb das Treiben der Jabr-Gruppe, ihr Umgang mit den Angeklagten Eter und Schana, den Geheimdiensten nicht verborgen. Vor allem Stasi und KGB observierten die Jabr-Gang. Die Russen machten dabei eine überraschende Entdeckung. Das KGB enttarnte die vermeintlichen arabischen Terroristen und deren Decknamen eindeutig als westliche Agenten. Das KGB fand heraus, dass Mahmoud offenbar im Auftrag der Amerikaner ein ganz großes Ding drehen sollte. Wörtlich heißt es. Außerdem beabsichtigte die amerikanische Abwehr angeblich den Agenten Mahmoud Ahmed Ali bei der Fabrikation einer Sache über die Beteiligung libyscher Terroristen am genannten Anschlag zu nutzen. Das Dossier belegt zudem, die westlichen Dienste waren Tage vorher informiert. Weiter heißt es,
Wir erhielten zusätzliche Angaben darüber, dass Mahmoud angeblich Agent des Westberliner Geheimdienstes ist und noch am 3. April 1986 diesem über eine bevorstehende Einfuhr von 30.000 US-Dollar nach West-Berlin für die Bezahlung irgendeiner Aktion gewarnt hat. Und das genau 2 Tage vor dem Anschlag. Nach Frontalrecherchen ergibt sich, der Palästinenser Schreidi, für die Staatsanwaltschaft der Hauptverdächtige, war offenbar nur der Fahrer der libyschen Botschaft. Musbach Eter, mit aktiver Tatbeteiligung ein Mann mit besten Kontakten zum amerikanischen Geheimdienst. Und die eigentlichen Hintermänner, die, die den Anschlag vorbereitet haben, ebenso westliche Agenten. Frontal interessiert vor allem dieser Mann, Mohammed Amairi, die rechte Hand des Terrorchefs. Wir wollen genau wissen, für welchen westlichen Dienst die Gruppe arbeitete. Als im Sommer 1990 gegen sie Haftbefehl ergeht, setzen sie sich ab. Mahmoud nach Dänemark, Amairi nach Norwegen. Nach Frontalinformationen lebt Amairi inzwischen in der Hafenstadt Bergen. Wir finden ihn in einer Vorortsiedlung in Ortyflaten, Haus Nummer 93. Amairi ist überrascht, begrüßt uns aber zunächst freundlich. Nach monatelanger Recherche stehen wir dem Mann gegenüber, der als einer der mutmaßlichen Hintermänner des Attentats gilt. Es scheint ihm gut zu gehen. Wir befragen ihn zu Label. Als wir von ihm wissen wollen, für welchen Geheimdienst er arbeitet, bricht er das Gespräch ab. Ende eines Interviews. Er telefoniert mit seinem Anwalt. Odd Drevland, der norwegische Anwalt für die ganz besonderen Fälle, macht vor unserer Kamera dann sensationelle Aussagen, für welchen westlichen Geheimdienst sein Mandant Amairi tatsächlich arbeitet. Es sei einer der größten Skandale in Norwegen gewesen, dass Amairi nach seiner Ankunft vom israelischen Geheimdienst betreut wurde. Heute wisse man, dass es eine gute, lange Tradition in der Zusammenarbeit mit dem Mossad gegeben habe. Amairi war zunächst Staatsfeind Nummer 1, eine Tageszeitung damals. Er ist eine Gefahr für das Land. Und dann die sensationelle Wende. Und alles änderte sich dann für Amairi? Die Situation änderte sich. Der Mossad kam also ins Spiel und für Amairi änderte sich alles. Der Mossad war in diesem Fall in Norwegen seit Herbst 1991 aktiv. Zuerst war Amairi im Gefängnis, dann wurde er wieder freigelassen. Aufgrund der hiesigen Gesetze und dann änderte sich alles. All this changed. War Amairi Mossad-Agent? Er war ein Mossad-Mann. Inzwischen hob der Berliner Staatsanwalt den Haftbefehl gegen Amairi auf. Die Norweger gewähren Amairi Asyl und bald auch ihre Staatsbürgerschaft. Eter, ein CIA-Mann, die Hintermänner vom Mossad, doch der Fahrer der Libyer soll es gewesen sein. Diese geheimdienstlichen Verwicklungen für das Berliner Gericht eine fast unlösbare Aufgabe. Fest steht jedoch, die amerikanische Legende vom libyschen Staatsterrorismus ist nicht mehr haltbar. Wohlgemerkt, es geht hier nicht darum, Muammar al-Gaddafi reinzuwaschen. Es bleiben aber viele offene Fragen. Warum räumt der Staatsanwalt erst im Zeugenstand ein, dass er dem Gericht Akten und Unterlagen vorenthalten hat, die nicht in sein Konzept passen? Warum schützen westliche Geheimdienste mögliche Drahtzieher des Terroranschlags? Warum verlangt der Staatsanwalt nicht die Auslieferung des Tatverdächtigen Amairi, obwohl die norwegischen Behörden dazu aufgefordert haben? Übrigens, auch das Berliner Gericht will jetzt von der amerikanischen Regierung wissen, ob der Angeklagte Musbah Eter Kontakte zum CIA hatte und Geld vom amerikanischen Geheimdienst kassierte.